Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereo Trader Helpdesk. Und das machen wir ja schon seit Jahren mit Dirk Kelger, wobei das letzte Mal hatten wir eine Ausnahme. Da haben wir es mit Timo Kosiol gemacht. Aber in Genau. der Regel machen wir, ja, das war letzten Monat, stell dir vor. Ja, das war viel besser. Das hast du gesagt. Und dem Stereo Trader, sagt der Titel ja auch aus. Ja, schön, dass Sie da sind. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer, bevor ich an den Dirk übergebe, müssen Sie kurz mit mir einmal den Risikohinweis durchgehen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig. Ich lese gerade hier was im Chat, deswegen muss ich gerade kurz grinsen und nicht wegen des Risikohinweises. Unabhängig von Inhalt, heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen diese Veranstaltung nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, wobei es heute vielmehr um den Stereo Trader geht. Vielleicht auch ganz kurz für alle, die neu dabei sind, den Prozess. Also das Webinar ist natürlich für Sie gedacht. Sie haben hier die Möglichkeit, entsprechend zum Stereo Trader Fragen zu stellen. Und dafür können Sie den Chat entsprechend nutzen. In der Regel ist es so, dass ich dann auch den Dirk ein bisschen assistiere und sage, welche Fragen offen sind, und wir dann entsprechend den Vorname kurz erwähnen, also bitte nicht als Unhöflichkeit verstehen, ist einfach nur, damit Sie trotzdem noch anonym bleiben, aber gleichzeitig wissen, dass Ihre Frage entsprechend dran ist. Und ja, dann würde ich sagen, ist alles besprochen. Wer das eben nicht möchte, dass der Name genannt wird, dann natürlich gerne in den Chat reinschreiben, dann lassen wir das entsprechend weg. Also, lieber Dirk, heute ein bisschen längeres Intro, aber nichtsdestotrotz soll es auch weitergehen. Und ja, die ersten Fragen sind wie gesagt schon da. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß, aber bin natürlich da und assistiere und helfe mit. Jo. So, dann sage ich auch an der Stelle mal hallo und herzlich willkommen hier aus Kalifornien. Live und fast in Regenfarbe heute. Ja, Regenfarbe gibt es nicht wirklich. Regenbogenfarben wollte ich eigentlich sagen, aber es ist ja nur grau draußen. So, und der Typ vom letzten Mal, der hat ja gerade schon gesagt, ne, habe ich gerade schon gesagt, der hat das eigentlich besser gemacht. Das hat er jetzt gerade selbst gesagt. Das nehme ich natürlich zurück. Ne? Also, Timo, so klasse war das dann auch nicht. Aber darfst du trotzdem jederzeit gerne wieder üben. So. Gut. Aber das gleich wieder relativiert. Der ist nämlich auch da. Ne? Der könnte hier eigentlich sofort einspringen. Ne? Der sitzt ja nur am Computer und wartet drauf, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Und nee, Spaß. Also Timo hat das echt letztens super gemacht. Und weil ich finde halt immer, und das meine ich auch wirklich ernst, so dass halt irgendwie, ich glaube, so ziemlich jeder, den ich kenne, erklärt besser als ich. Das ist jetzt irgendwie kein Fishing for Compliments. Weil ich verheddere mich immer irgendwie in diversen Schachtelsätzen. Und ich glaube, das ist für manche irgendwie dann schwer. Also keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich bin dann immer gedanklich, komme immer von Pontius zu Pilatus oder von Hund auf Arsch, wie man in meiner Heimat sagt. Und von daher bin ich echt der Meinung, das könnte ich auch eigentlich besser. Beziehungsweise bin ich immer ganz froh, wenn es andere besser machen als ich. So. Jetzt haben wir genug Blumen hier verteilt. Dann fangen wir mal an. Wie der Nelson schon gesagt hat, einfach immer, wenn irgendwelche Fragen sind, was euch einfällt, einfach hier rein in den Chat und dann greife ich das auf. Und wenn ich hier in der Gegend rumklicke, wie jetzt gerade, ich habe hier nur gerade geguckt, ob die Version funktioniert, weil ich nämlich gerade nicht die aktuelle Version, die in der Entwicklung ist, die kann ich gerade nicht starten, die läuft gerade nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier kurz eine ältere draufgepackt. Also man sieht hier, ich habe ja einfach nur Bild Short geklickt, aber das hat nichts zu bedeuten. Also bitte nicht einfach jetzt irgendwie handeln, nur wenn ich jetzt hier irgendwas handle. Gut, haben wir denn schon was an Fragen, Nelson? Ja, der Reinhard war
Punkt 18 Uhr da und hat eine Frage gestellt, wobei es weniger um den Stil Trader geht, aber das entscheidest du, ob du die Frage beantworten möchtest. Ansonsten geht es weiter mit Stefan 18:01. Ich würde jetzt gerne hier erstmal selber mal eine Frage reinwerfen. Und zwar, wer hat denn heute oder in den letzten Tagen das MetaTrader 5 Update gemacht und hat da möglicherweise irgendwas Negatives zu berichten? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe heute mit dem Wolfgang von FX Flat noch telefoniert, deswegen. Und da waren zwei schräge Sachen, die wir nicht nachvollziehen konnten. Und beide hatten das MetaTrader 5 Update. Alle Jahre wieder, sage ich da halt echt nur. Also wenn da jemand irgendwie was berichten kann, bitte gerne hier rein. Ansonsten gilt wie immer von meiner Seite die Empfehlung, es tatsächlich nicht zu tun. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt halt irgendwie jedes Mal da irgendwas innovativ Neues käme, was man haben müsste. Das sieht ja jedes Mal irgendwie alles gleich aus. Und das sind dann eher so die Funktionen, die sich dann halt ganz oft irgendwie auf so hier oben die Abteilung Community und weiß der Kuckuck, was irgendwie kein Mensch braucht, dann bezieht und dann nebenbei wird dann immer was anderes zerschossen. Und deswegen bin ich da immer froh, wenn die Updates nicht gemacht werden, zumal es halt auch nicht vergleichbar ist jetzt mit zum Beispiel Windows oder so. Das ist immer noch mal was ganz anderes, ne? Weil bei Windows, klar, da tauchen halt mal Sicherheitslücken auf und da ist es dann natürlich dann auch schon wichtig, die regelmäßig zu machen. Aber bei MetaTrader gibt es ja keine ja, Sicherheitslücken oder irgendwas in der Form, wo man jetzt unbedingt aktiv werden müsste. Ne? Oder irgendwie irgendwas innovativ Neues. Das kommt ja dann eigentlich eher die Innovation dann von unserer Seite, behaupte ich doch mal. Okay, also hier kommt bis jetzt nur 2980 läuft soweit. TC Live, Kurzmacken gemacht. Ja, das kann immer sein. Ne? Weil da ist so die Verbindung, also beim Live-Chart, die ist halt so ein bisschen tricky, ne? Weil da halt jetzt, das ist ja nicht nur basierend auf dem MetaTrader, sondern da steckt ja noch eine Windows-Anwendung dahinter, die da halt mitgestartet wird. Und da muss halt immer so ein bisschen, ja, so eine Kommunikationskette, würde ich es mal so nennen, aufgebaut werden, die dann auch am Ende funktionieren muss und die hat manchmal ein bisschen Schluck auf. So, gut. Ansonsten hast du gemeint, welche Frage? Also ich Da ist um kann. 18 Uhr von Reinhard, ist aber weniger auf den Sale Ja. Trader. Ansonsten 18:01 von Stefan. Ja, also kann ich ruhig mal machen, kurz irgendwie mit dem DAU. Da kam gerade die Frage, hat der Nelson ja schon gesagt, hat mit dem Stereo Trader wenig zu tun. Ob es das jetzt war mit nach unten. Ja, das ist halt immer die große Frage. Ich kann das ja mal irgendwie auch kurz aufmachen. Jetzt nicht so wirklich im Blick, aber das, was ich jetzt halt hier als erstes direkt sehe, wenn ich hier umschalte. Also ich habe halt echt so auch eine Beobachtung, meine ich, gemacht. Also ich halte mich ja montags auch immer ganz gerne zurück mit Einschätzungen, weil die Montage echt oft so ein bisschen schräg verlaufen. Also vor allem gerade jetzt wie letzte Woche, wo es ja dann endlich mal runterging. Und jetzt ist halt hier die Frage, war es das mit nach unten? Also was man jetzt halt hier sieht, ne, ich bin jetzt hier im Daily, also was ich meinte, ne, mit was ich montags glaube zu beobachten, ist tatsächlich, dass der Daily montags wesentlich wichtiger ist als irgendwas anderes. Und natürlich halt auch der Weekly, wobei der natürlich ein bisschen hochgegriffen ist. Aber wie ich halt auch immer sage, so grundsätzlich ist ja, wird ja jede Kerze immer erst zum Schluss aufgelöst. Und entsprechend ist das, was montags passiert, nicht selten. Also wenn es raufgeht, entsprechend nachher der Docht im Weekly. Oder wenn es erstmal runtergeht, nicht selten eben auch nur die Lunte nach unten. Und deswegen hat der Montag eigentlich schon ganz relativ gute Karten, halt auch wieder komplett anders aufzulösen. Also was ich jetzt hier halt sehe, also ich will jetzt nicht hier sagen, dass das Ding knallt nochmal runter. Was man aber halt sieht, jetzt hier gerade, ist tatsächlich, dass wir komplett einmal den Freitag hier mehr oder weniger annulliert haben und da halt nochmal wirklich hier über die Eröffnung sogar vom Freitag gerade kurz gelaufen sind. Und das ist jetzt halt auch im Daily dann natürlich jetzt erstmal so die Hürde, die erste überhaupt vorhandene Hürde, die halt da ist, wenn man sich das halt auch mal so anguckt, ja. Und jetzt hier versucht, irgendwelche Linien oder so zu finden, dann sieht man eigentlich nicht viel, ne? Außer halt jetzt
wenn ich das mal versuche, hier schnell nachzubauen, was man halt, ich hatte ja letzte Woche gesagt, so ich will am liebsten da unten hin, in diesem Bereich, der grüne Bereich, der müsste hier irgendwo anfangen und dann am liebsten auch da unten irgendwo stehen bleiben. Ne? So, und das hat er ja dann halt auch gemacht. Und ich habe den Bereich aber absichtlich auch grün gelassen, einfach aus dem Grund, wie gesagt, weil Montag und weil, ne, man sieht es ja jetzt auch ganz gut, auch wenn der hier jetzt erstmal drunter gegangen ist, also wenn man jetzt hier den nächsten Support aussuchen würde, wäre der halt hier gewesen, ne, weil halt hier einfach die nächste Biege ist. Den hat er nicht ganz erreicht. Das heißt, wenn man das als Trend sich als Beispiel dann halt irgendwie vorstellen wollen würde, und dann hätten wir vom Prinzip, hält das jetzt hier? Ja, könnte halten. Dann hätten wir vom Prinzip halt nichts anderes gemacht als, ups, das gelingt. Ja, also hier ein bisschen Zickzack. Oh, das wird abenteuerlich. Okay, es hätte ein Zickzack werden können. Ich hätte es vielleicht doch besser mit dem Tool hier gemacht. Moment mal, das machen wir nochmal. Das geht doch auch besser. Gibt's doch gar nicht. Also, was ich eigentlich meinte, das war, dass wir hier diese Korrekturbewegung, dass wir da einfach hier vor der letzten nochmal gebremst haben, jetzt halt hier nochmal über diese eigentliche Supportzone laufen und jetzt wird es halt darauf ankommen, wo der halt schließt. Und ich würde fast behaupten, wenn wir hier oben irgendwo auch nur schließen, dann kommt morgen auch direkt der nächste Anlauf, der dann auch ein bisschen zurücksetzen dürfte und dann aber nochmal halt entsprechend versucht, nach oben durchzulaufen. Wenn wir direkt über dem Freitag allerdings schon schließen sollten, und dann kann es sein, dass wir da unten schon komplett fertig sind. Ne? Also weiß man halt nicht. Am Ende weiß man es immer erst, wenn die Woche rum ist. Da ist natürlich noch wahnsinnig viel Luft. Das ist die ganze letzte Wochenbewegung. Wenn er die komplett angehen will, dann stehen wir gleich schon wieder bei 34.400 und irgendwas. Ne? Also es ist halt generell so der Spielraum, den wir jetzt natürlich in der Woche erstmal haben. Von daher jetzt an der Stelle sehr, sehr schwer einzuschätzen, finde ich. Alright, so, dann meintest du, seit 18:01 ein paar Uhr. Wochen, genau, habe ich die Exit-Punkte im Chart mit eingezeichnet. Es ist halt immer die Frage, woher sie kommen. Also wenn es jetzt hier vom Stair Trader kommt, die sind ja dann einfach, da habe ich ein bisschen viel experimentiert. Ja gut, Wochenchart ist natürlich auch clever, ne? Warte mal. Nehmen wir einfach hier mal den letzten. Und der will jetzt natürlich nichts, klar. Warum auch immer. Aber ich habe jetzt auch hier nicht unbedingt die frischeste drauf. Ich will mal kurz hier importieren. Übrigens, wenn das importiert und man klickt hier zweimal drauf und dann geht es anschließend in dreifacher Geschwindigkeit. Also falls das damit gemeint ist, ne, Stefan, da vielleicht mal kurz nochmal ein Feedback. Also falls das gemeint ist, die kann man einfach hier ein- und ausschalten. Und ansonsten müsste ich jetzt selber raten, Nelson, das weißt du, glaube ich, sogar besser. Wenn das eben, ja gut, er meinte die. Es gibt nämlich vom MetaTrader selber halt auch noch irgendwie die Möglichkeit, da sieht man dann aber halt nur die einzelnen Positionen, nicht aber als Trades. Und im Stair Trader wird es ja so gemacht, je nachdem, welches Handelsmodell man eingestellt hat, wird ihr dann halt zusammengerechnet. Gibt es dann halt hier entsprechend auch nur einen Exit. Und wenn man die Maus drüber hält, sieht man hier die ganzen Details. Ne? Waren jetzt hier zum Beispiel irgendwie 30 Positionen mit insgesamt 30 Euro pro Punkt. Und angefangen mit 1, da steht halt alles drin, das wird dann halt hier entsprechend zusammengerechnet. Also kann man halt generell an der Stelle ein- und ausschalten. So, Nelson, so wie ich das sehe, sind wir jetzt schon fertig. Ja, zwei Fragen noch. 18:04 von Andreas und 18:04 von Reinhard, direkt danach. Ja, 18:04, genau. Also ich habe ja gerade gesagt, ne, es hat hier die Frage, gibt es denn schon wieder eine funktionierende MT5-Version? Ich nutze noch die Version aus 11:20. Also ich nutze tatsächlich auch die Version aus, was habe ich denn hier drauf? Das ist für mich die am stabilsten ist. Ist auf jeden Fall von Januar 2021.
also Januar 2021. Das ist die Version, die ich eigentlich für mitunter am stabilsten halte. Und die hat zwar ein paar andere Macken, aber die bezieht sich eigentlich eher auf die Entwicklung. Ansonsten habe ich ja gerade gesagt, ist jetzt gerade noch mal eine neue Version rausgekommen. Die werden wir uns natürlich dann anschauen. Es ist sowieso gerade auch ein größeres Update, auch noch mal in Planung vom StereoTrader her. Und von daher, sobald wir da absehen können, funktioniert. Also die Änderungen, die da gerade passieren, die beziehen sich ja unter anderem darauf, um das in Zukunft möglichst ein bisschen besser halt umschiffen zu können und beziehungsweise isolieren zu können mit den Problemchen, die Metacodes da immer wieder reinbaut, um uns bei Laune zu halten und damit uns bloß nicht langweilig wird. Nur Timo. Jetzt ist er schon wieder weg. Herr Timo. So. Jo, er ist doch noch da. Bist du böse mit mir, weil ich vorhin mit dir geschimpft habe, Timo? Ich habe dich anschließend wieder gelobt. Das hättest du eigentlich auch dann nun, hast wahrscheinlich nicht mehr gehört. Dein Lob hat keiner gehört, nur wie du Nee. geschimpft hast. Nein, ich habe gesagt, der Timo hat das viel, viel besser erklärt als ich. Guckt nebenbei Fußball. Ja, so wird er nichts mit den Beleidigungen. Mensch. Ach stimmt, ja, das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum hier so wenig los ist, ne? Ja, während der EM. Helpdesk. So, 18 Uhr, was meinst du? Wie ist denn der Nee, ungefähre also Zeitplan? tatsächlich, genau, der Zeitplan für MT4-Version und das wäre die nächste Geschichte gewesen, ja. Ja, genau. Also es gibt noch keine Zeitplan, ist immer am liebsten gestern. Aber wie es dann so oft ist, der Teufel steckt halt im Detail. Und die Geschichte hier, die ich eigentlich auch schon vor irgendwie 4 Wochen fertig haben wollte, geht jetzt irgendwie in die, weiß ich nicht, 8., 9. Woche. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und von daher will ich mich da jetzt nicht festlegen. Hängt jetzt auch davon ab. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt dann auch diese Woche, spätestens nächste Woche, den offiziellen Beta-Test halt nochmal starten und danach, wenn da jetzt halt nicht wahnsinnig viel kommt, dann sollte es das dann auch langsam mal gewesen sein. Das heißt also, es sollte und dürfte eigentlich nicht mehr so wahnsinnig lange dauern. Das Update wird aber in erster Linie sich an die Programmierer richten, also jene, die halt mit dem StereoTrader entsprechende Add-ons halt bauen, auch zur Automatisierung, weil da ist halt richtig viel passiert. Und StereoTrader selber sieht eigentlich noch fast genauso aus wie vorher. Da gibt es nur kleine Änderungen. Dann auch eher bezogen auf die Add-ons und aber halt jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Oberfläche. Ja, siehst du, Ingo schreibt ja auch, nebenbei EM ist doch okay. Ich mache auch mal Fernseher an. Ich bin gleich wieder da. Nix da. Was? Das war Spaß. ja, tatsächlich ist noch eine Frage von Stefan 18:16 Uhr, aber da hatten wir auch schon Webinare mit Timo auch zusammen gemacht. Aber wenn du was dazu sagen möchtest, gerne. Oh, eher nicht. Also gerade schon, also hier die Frage ist, ne, ich kann sie ruhig mal laut sagen, wenn sonst kein, also bla bla bla, wäre interessant zu sehen, wie das Auto-Trading funktioniert anhand eines Beispiels. Also es macht gerade, ich will es eigentlich jetzt deswegen nicht machen, weil sich da halt zu viel jetzt ändern wird mit der nächsten Version. Und das heißt, alles so ziemlich alles, was ich jetzt sage, hat dann anschließend nicht mehr so wahnsinnig viel Relevanz. Und deswegen wäre das eigentlich so ein bisschen kontraproduktiv, wenn dann nämlich nachher jemand das Webinar hier findet und sieht dann, ach, so geht das und dann ist die neue Version da und dann geht es so doch nicht. Von daher nicht böse sein. Aber da haben wir tatsächlich, gibt es ein Webinar dazu, Programmiereinstieg. Also es wird jetzt nicht alles grundlegend anders, ne, aber halt, es wäre dann alles, was ich jetzt sage, zumindest nicht mehr wahnsinnig aktuell. Und ich hätte offen gestanden jetzt sogar tatsächlich auch Probleme, das halt gedanklich zusammenzukriegen, weil sich, wie gesagt, da so viel geändert hat und wahrscheinlich ich da ganz schön ins Rudern käme, weil nämlich viele Funktionsnamen und so weiter dann halt gar nicht mehr stimmt oder halt Quellen, wo Daten herkommen für jetzt zum Beispiel irgendwelche Funktionen oder für Orders und so weiter und so fort.
Genau, also im nächsten Update ist tatsächlich hauptsächlich, wird es sich um die Add-ons drehen. Und ich kann es halt auch gar nicht zeigen, ne, weil es ist, also sie startet zwar, aber ich glaube, ich drücke da einen Knopf bei der neuen Version und dann ist die relativ schnell auch wieder weg. Von daher macht das jetzt leider keinen Sinn. Ich kann da auch nichts zeigen. Also es dreht sich hauptsächlich um die Add-ons. Man wird also, wenn man künftig MysterioTrader programmiert, an alle Einstellungen von allen Panels, allen Settings, überall komplett an alles drankommen. Die Add-ons können untereinander kommunizieren, wenn man das will. Und was aber halt jetzt die Benutzer halt wahrscheinlich am meisten betrifft, im positiven Sinne, ist, dass halt die Lizenzschlüssel zum Beispiel bei jetzt kostenpflichtigen Add-ons, dass die halt dann auch entsprechend hier in dem Panel Auto Trading, dass auch nicht mehr Auto Trading heißt, sondern dass dann Add-ons heißt und dass man die entsprechend dort dann halt jeweils für das Add-on dann halt hinterlegen kann, ne? Dann hat man nicht mehr, wie es jetzt ist, den Hassel hier mit den ganzen Feldern hier an der Stelle und dass da irgendwann der Platz ausgeht, sondern die gibt man dann entsprechend hier unten in den jeweiligen Slots ein. Und auch die Slots ist auch eine kleine Änderung, da wird es also keine Beschränkung mehr geben. Es sind nicht wie jetzt dann drei Slots, sondern immer wenn was geladen wird und dann wird es unten entsprechend halt mit aufgeführt. Also das ist so im Wesentlichen das, aber halt insgesamt unter der Haube ist es entsprechend halt komplett neu gemacht. Okay, ich habe jetzt Timo nach Hause geschickt und kein Gut. Fußball mehr hier. Und Timo ist Markus, geflogen. 18:22 Uhr. Okay. Das neue MetaTrader 5 Update, weiß ich nicht, ob die sich vertragen. Ich habe es hier noch nicht drauf. Also das kommt auch hier nicht drauf. Das ist bei mir immer in der gesonderten Testumgebung. Werde ich erst ausprobieren. Also vorhin hat ja auch einer gemeint, er hätte es versucht. Es hätte eigentlich funktioniert, irgendwie nach einem Neustart oder so dann wahrscheinlich. Und aber generell ist ja tatsächlich meine Empfehlung, macht es nicht. Bevor ihr es nicht hier irgendwo seht, oder es irgendwo ganz klar steht, auf, weiß ich nicht, der Homepage oder halt irgendwo in der Facebook-Gruppe, in der Testers-Gruppe oder auf der StereoTrader Facebook-Seite, dass es halt wirklich getestet ist und für gut befunden wurde, beziehungsweise für brauchbar. Vorher würde ich da wirklich drauf verzichten, weil, wie gesagt, nochmal, es kommt ja von Meta-Quotes in der Regel, was den MetaTrader 5 angeht. Es kommt ja nichts, was man halt jetzt tatsächlich zum Handeln da in irgendeiner Art und Weise großartig da halt an Neuerungen, was man da einsetzen kann. Dann geht es direkt weiter mit der Frage von IF, auch 18:22 Uhr. Ja. Was heißt denn IF? Kann ich vielleicht mal hier im Geheimen schreiben. Also die Frage ist, woran kann es liegen, dass verkettete Grids nicht verschoben werden? Also verkettete Grids ist ja damit gemeint. Man hat hier bei Terminal müsste das sein, genau. Also hier Grid Orders gibt es die Option Chain Limits, ne? So, und das heißt, wenn man jetzt dann zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht, dass ich es hier demonstrieren kann, kann es mal versuchen, aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel ein Grid hier platziere, damit es überhaupt verschiebt, muss jetzt wahrscheinlich das Ding short sein. Mal gucken. Ja, also das heißt, ich habe das jetzt mit die erste Order manuell gesetzt, hier mit dem ersten Klick und die anderen entsprechend mit STRG und dann Klick. So, und das heißt, die sind jetzt verkettet und wenn ich jetzt hier nicht was falsch eingestellt habe, dann würde das bedeuten, ich kann es auch umgekehrt natürlich genauso machen. So, und dann würde das bedeuten, wenn jetzt die Limit Pullback halt hier zum Einsatz kommt, das heißt also, wenn der Markt jetzt entsprechend über eins von den Levels, also von den Orders halt, von den Order Levels läuft und drüber springt, na komm, ist natürlich hier so ein bisschen eine blöde Stelle, natürlich auch genau hier eine runden Marke. Und dann ist es ja typisch für die Limit Pullback, dass ja erstmal halt, jetzt habe ich schon wieder halt gesagt, jetzt fällt mir das auch auf, dass die Order
halt hier drunter geschoben, halt entsprechend, das wäre noch besser, halt entsprechend hier drunter erstmal geschoben wird. Und sobald die dann halt in die andere Richtung zieht, werden die anderen Orders mit verschoben. Und das schützt natürlich dann so ein bisschen davor, dass jetzt nicht irgendwie der Markt darauf rennt und mir sofort alle fillt, sondern sich mit die Orders mit dem Markt sozusagen halt eingerufen. So, aber das reicht jetzt hier an der Stelle natürlich nicht, ne, von der Vola, weil da müsste schon ein bisschen mehr passieren, damit man das halt sieht. So, und die Frage war jetzt halt hier, woran, jetzt ich zähle mal die Hals, ey, das gibt's doch gar nicht. Ey. Wenn das einmal gesagt wurde, ne, so dass man ein Wort immer wieder verwendet, dann kriegt man tatsächlich ein bisschen Hirnfraß an der Stelle und immer wenn das Wort kommt, fängt man an zu stolpern. Stört uns nicht. Was? Stört uns nicht, kannst du ruhig benutzen, kein Problem. Ich habe gedacht, du hättest jetzt gesagt, stört uns nicht. Ist halt so. Ja, mit dem, ja genau, ist halt so. Ja. So, und die Frage war jetzt, woran kann es liegen, dass verkettete Grids nicht verschoben werden, wenn MIT zum Beispiel nicht eingeschaltet ist. Ne? Das ist immer so das Hauptding eigentlich. Also MIT heißt der Market If Touched. Das heißt, es wird vom Stereotrader synthetisch verwaltet, die ganze Geschichte und nicht vom Server. Und demnach ist es dann auch nun mal so, dass wenn jetzt die, wenn die Orders halt hier drin liegen, das ist echt unfassbar. Also wenn die Orders dann halt drin liegen und der Markt dann drüber läuft und nur dann, jetzt hat man es gesehen, ne? Die sind jetzt alle leicht nach oben gesprungen. Und nur dann kann die Funktionalität halt auch dann angewendet werden. Und deswegen, MIT muss eingeschaltet sein. Und wenn das eingeschaltet ist, sollte es auch funktionieren. Wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass der Limit Pullback-Wert zu klein gewählt ist. Das heißt, der Markt hat gar keine Chance, sich da in irgendeiner Form beziehungsweise Stereo-Trader hat keine Chance, da in irgendeiner Form überhaupt aktiv zu werden und die Orders zu verschieben. Jetzt hat man es auf jeden Fall, man hat es gerade gesehen, es war zwar nur ein Punkt, wo das jetzt alles nach oben gesprungen ist, aber es ist auf jeden Fall nach oben gesprungen. Hat man es gesehen? Noch alle da? Elsim ist auch noch da? Ich bin auf jeden Fall da, aber sollen die Teilnehmer schreiben, okay, ob sie es gesehen haben. Okay. Alright. Dann geht es weiter mit der Frage um 18.23 Uhr von Radek. Da ist wieder eine Frage, die ich mit Nein beantworten muss. Also der Radek fragt, ob ich bitte mal zeigen kann, wie man bei dieser Version das Backtesting machen kann. Mit dem MetaTrader 5 gar nichts. Das ging auch noch nie. Also das mag sein, wenn man den jetzt irgendwie hier im Strategietester vom MetaTrader startet, dass da irgendwas funktioniert, aber es funktioniert nicht sauber. Das ist dafür tatsächlich nicht gemacht. Es geht nur im MetaTrader 4. Dann geht es weiter mit Horst, 18.25 Uhr. Ja, also der Horst fragt, ob man das Problem mit den falschen Entry-Punkten, achso, gemeint ist wahrscheinlich, ne, die Geschichten hier am Rand, ne, ob man das nicht beheben kann. Ja, das Ding ist, es geht hier weniger darum, dass wir da versuchen, auf Biegen und Brechen die sogenannten Innovationen vom MT5 beziehungsweise vom Stereotrader MT5 da reinzubringen. Es geht vielmehr darum, dass dann einfach eines von den letzten Updates uns da so ein bisschen Strich durch die Zeitrechnung gemacht hat. Und wir tatsächlich den einen oder anderen haben, beziehungsweise halt tatsächlich so, ich weiß nicht, 10, 20 Kunden haben, die wir auf alte MetaTrader-Versionen zurückstufen mussten,
Und das halt schon ziemlich aufwendig ist und wir das vermeiden wollten und deswegen halt das Update, eigentlich das nächste Update in MetaTrader 5, beziehungsweise das nächste generelle Update jetzt vorgezogen haben, also die Sachen, die dahinter stecken, so dass dann hoffentlich auch dann das nächste Update gleichzeitig für MetaTrader 4 kommen wird. Aber jetzt nur den MetaTrader 4 da mal eben schnell auf einen neuen Stand zu bringen, das wird nicht funktionieren, weil, also ich meine, es gibt eine Beta-Version, in der ist das ja auch alles drin. Also die gibt es, aber da war vergleichsweise wenig Feedback eigentlich da. Und woran das jetzt liegt, kann ich jetzt nicht mal sagen, vermutlich aber schon daran, dass halt viele, also zumindest von denen, die mir halt direkt folgen oder halt auch generell, also uns allen, also sei es jetzt hier Heiko, Timo, Orkan und so weiter, dass das schon alles Großteil auf dem MetaTrader 5 halt passiert und deswegen der MetaTrader 4 so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du am MetaTrader 4 festhältst, lieber Horst? Kannst du vielleicht auch mal kurz beantworten? Also auch wenn die natürlich bei Meta-Quotes jetzt schon so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, halt schon dahin gehen und dem MetaTrader 4 immer MetaTrader 5 ähnlicher machen und es den ja zum Beispiel jetzt auch nur noch in 64-Bit und so weiter gibt. Trotzdem ist aber halt der MetaTrader 5 eigentlich immer eine Nasenlänge mittlerweile voraus. So wegen alten EAs, ja gut, das ist natürlich ein Grund. Ja, also wie gesagt, du kannst gerne mal, wenn du möchtest, die Beta-Version aufspielen. Wenn du nicht weißt, wie du an die rankommst, dann kannst du hier nochmal kurz schreiben. Und entweder sagt der Nelson dir das oder du kommst in die Testergruppe, kannst du natürlich auch einfach reinkommen. Also, Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich, bei uns auch mehrere Konten zu haben, auch unterschiedliche MT4, MT5. Also wenn Sie da noch EAs oder Indikatoren für MetaTrader 4 haben und das natürlich weiter benutzen wollen, aber gleichzeitig mit einem anderen Konto SedoTrader, dann können Sie gerne auch da auf MetaTrader 5 wechseln und beide Konten dann verwalten. Also das ist möglich, ne? Nur als Option. ja, und ansonsten wirklich mal in die SteroTrader Testers und Developers Gruppe kommen und dann vielleicht mal mit der Beta-Version einfach da reingehen, weil eigentlich ist die, also was heißt eigentlich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe zu wenig Feedback, gibt aber jetzt nicht so wahnsinnig viele Gründe, warum die nicht stabil sein sollte, die Beta, aber nur weil es halt eben, weil der Beta-Test Zeitraum beziehungsweise die Phase da halt so ein bisschen unterbrochen wurde. Deswegen gab es auch bis jetzt kein finales Go für die MT4-Version. Das ist halt der einzige Grund. Das ist ein bisschen halt leider hinten angestellt. Aber kann ich natürlich verstehen, dass es halt nervt, ne? Weil die Dinger da halt in der Gegend rumspringen. Und das eigentlich natürlich nicht mehr sein müsste. Das ist schon richtig. Okay. Gut, dann zum Stereo-Trader geht es weiter mit 18:31 Uhr, Stefan. Okay. Also ich habe das Problem, dass beim Umschalten zwischen den Fenstern der SteroTrader immer in den Skype-Modus wechselt. Okay. Also ist da gemeint zwischen den Fenstern? Da weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist. Also ich weiß, dass bei der letzten Version, aber eigentlich nicht in den Skype-Modus, dass die halt, wenn man, glaube ich, die Profile wechselt, da gerne mal zu klein skaliert. Das kann sein. Ich weiß, dass das schon lange, lange, lange raus ist, also zumindest mal in der Entwicklungsabteilung, aber es kann tatsächlich sein, dass das bis jetzt den Weg nicht ins Release gefunden hat. Das will ich gar nicht mal abstreiten. Also gemeint ist ja das hier, Skype-Modus, dann entsprechend riesengroß, die Geschichte zwischen DAX und DAO. Das heißt, also du wechselst innerhalb eines Charts dann entsprechend das Symbol. Ist das richtig? Weil ansonsten sollte das ja eigentlich nicht passieren.
Unten schalte ich um und dann ändert er. Was heißt unten? Also es sind zwei Charts auf, ein DAX, ein DAO. Ist das so gemeint? Könnte ich ja gerade mal gucken. Mach einfach mal den DAX noch auf. Und unten wäre jetzt für meine Begriffe hier. Und das sollte ja eigentlich gar keine Auswirkung haben auf irgendwelche Darstellungen. Weil da passiert ja im Stereo Trader gar nichts an der Stelle, der kriegt das nicht mal mit. Also wenn hier umgeschaltet wird, von daher weiß ich nicht, wie es dazu kommen kann, dass sich da die Ansicht ändert. Kann man das im Metatrader vielleicht einstellen? Aber das ist auf jeden Fall. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob hier das Scalp-Modus, also diese Vergrößerung gemeint ist. Ich glaube vielmehr das Scalp-Terminal. Genau, und da hatten wir tatsächlich auch in unserem Support, jetzt nicht in diesem konkreten Beispiel, dass zwei Fenster schon geöffnet ist, aber wenn ein neues Fenster geöffnet wird, dass dann im Scalp-Terminal oder das Scalp-Terminal aktiv ist, anstatt das normale Panel. Das brauche ich aber dann irgendwie nachvollziehbar, weil damit kann ich so jetzt nichts anfangen. Also wenn man hier hin und her schaltet, weil wie gesagt, das Ding ist ja das, dass der ich kann die mal beide auch irgendwie auf Zoom stellen, weil das der eigentlich kriegt das der gar nicht mit. Na, hier springt zumindest irgendwas, meines Erachtens so aber auch nicht sein dürfte. Warum auch immer. Okay. Ja, das müsste ich irgendwie mal sehen. Also, weil so auf Anhieb jetzt auf keinen Fall. Wie groß ist denn der Bildschirm? Also, weil das wäre jetzt wirklich noch eine Erklärung, weil man sieht ja, dass halt hier irgendwas, wieso auch immer, hier springt, weil der Shift immer ganz kurz auf. Also das ist auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, der Stereo Trader kriegt erstmal gar nicht mit, dass er in den Vordergrund geholt wird. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich hier klicke, das DAX-Fenster, ne, das kriegt er eigentlich gar nicht mit. Was ich aber hier sehe, ist, dass der Metatrader den Shift mal ganz kurz auf 50% hier setzt. Das ist natürlich abgefahren. Also das ist nichts, was im Stereo Trader passiert, sondern das ist dann wohl eher so, dass der Bildschirm zu klein ist. Und dann entsprechend, weil kein Platz da ist, dann halt hier weggeklappt wird und dann das Skype-Terminal aufgemacht wird. Also bei der Bildschirmgröße, weil das ist ja das, was ich hier eigentlich auch habe, ne? Das ist die gleiche, also 2560 mal 1440. Weiß ich nicht. Also ne, man sieht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier oben an der Stelle, wo ich jetzt die Maus habe, da mal die Augen lassen, wenn ich umschalte, dann sieht man, dass da ganz kurz das weiße kleine Dreieck da ist. Aber immer nur, wenn ich auf den ersten gehe. Ne, im zweiten auch. Und das wird vom Metatrader gemacht. Wo der Sinn ist, weiß ich allerdings nicht. Also ich meine, was man versuchen kann, ist halt, wenn man das Skype-Terminal gar nicht haben will, das Skype-Terminal mal versuchen, ganz wegzuschalten. Also hier bei Terminal, genau, dann hier mal auf Off stellen, ob das was bringt. Wäre möglich, aber ansonsten, das würde ich gerne echt mal sehen. Wenn ich davon mal irgendwie Video oder so haben könnte, wäre natürlich super. Dann kann ich mir das mal genauer angucken und dann mal versuchen, das irgendwie nachzubauen. Und ansonsten, was dann halt auch, wenn es also damit zusammenhängen sollte, warum auch immer, mit der Bildschirmgröße generell, was ist denn hier eingestellt, wäre dann mal noch die Frage bei Layout. Steht da 1,0 oder steht da irgendwie
möglicherweise zwei oder sonst irgendwas. Mal gucken, ob das dann weggeht, wenn man die hier runterdreht. Also jetzt nicht zu tief, nachher sieht man nichts mehr, kann man nichts mehr lesen. Aber halt mal versuchen, den Wert hier runterzuschrauben, weil nämlich der Stereo-Trader macht ja nichts anderes und guckt dann, okay, wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Und wenn nicht genug Platz da ist, und dann blendet er nämlich das Scalp-Terminal dann ein und macht das andere erstmal weg. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Okay. Okay, dann 18 Super. Uhr. Wo findest du immer die Fragen? Ich sehe keine mehr. Ich gehe hier auch immer noch mit parallel durch. 18:38 Uhr, Klaus. Er will mir keine Minute schenken. War es 18:38 Uhr? Ah. Ach so. Also könnte man die Dreiecke, Einstiege, Long, Short, die ziemlich fett im Chart aussehen, abschaltbar machen oder kleiner darstellen. Dreiecke nach links zeigend. Nach Ende des Trades störe mich eigentlich auch nicht. Auch hier wäre abschaltbar. Ich meine, generell kann man es ja halt abschalten. Ja. Es ist halt jetzt nur nicht so konfigurierbar, dass man es halt irgendwie, dass man es teilweise ein- und ausschalten kann, sondern es geht halt tatsächlich entweder ganz oder gar nicht. Ne? Gemeint ist ja das hier. Das ist ja der Entry. Ne? Der wird immer am dicksten dargestellt. Das ist richtig. Also dann zwar jetzt einfach ganz weg, wenn es dann halt stört. Ne? Weil wenn er kleiner ist, geht er halt unter. Das ist das Problem. Er muss ja größer als eine Kerze sein. Weil wenn ich hier mitten in der Kerze drin hänge, ne, und dann würde man ihn halt nicht mehr sehen. Was? Habe auf aufgestellt, dieses Theater nur noch ein kleiner grüner Punkt. Ja, ist doch schön. Das vorhin mit dem. Ja, der Timo schreibt, also jetzt bin ich mal kurz in der Frage von vorhin. Der Timo hat hier auch gerade gesagt, wir springen hängt mit der Chartgröße zusammen. Ist hier etwas schwer zu erklären, können wir diesbezüglich morgen mal telefonieren. Gut, also, Stefan, musst du nicht machen, der Timo könnte scheinbar auch. Und wird es mir dann auch zeigen können. Das ist natürlich, also das hängt auf jeden Fall dann auch damit zusammen, ne? Wenn jetzt nur ein kleiner grüner Punkt gemeint ist, ja dann damit, dass halt da oben das Ding da halt weg ist. Aber wenn es nur noch ein kleiner Punkt ist, sollte aber gehen, indem man es dann halt hier wieder einschaltet. Über diesen Button da oben. Gut, dann geht's mit Tanja weiter, 18:45 Uhr. Also gibt es Märkte, wo der Stereo Trader nicht funktioniert. Ich nutze ihn noch nicht so lange, aber verzweifle manchmal in der Darstellung, zum Beispiel Euro-USD, sehe ich die ganzen, was, die ganzen Zeilen mit SLTP-Trail, die sonst eigentlich unter neue Order zu finden sind. Dafür sehe ich neue Order, wenn ich ausklappe, nur Attribute. Also, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Tanja, der Stereo Trader hat grundsätzlich unterschiedliche Handelsmodelle. Und so wie das jetzt hier aussieht, ne, da gibt es ja bei neue Order, das ist ja das, was gerade gemeint war, nur die Attribute. Ne? Das ist schon richtig so. Und zwar, der Hintergrund ist der, also das ist der Standardmodus, das ist der Stereo Future Modus. Das heißt, der ist ja nicht darauf ausgelegt, dass ich überall für jede einzelne Position halt einen einzelnen Stop-Loss und Take-Profit und so weiter habe, sondern wenn wir hier, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Position schon drin habe, dann definiert der Stereo Trader es nur als Position, nicht als Trade. Ja, mache ich jetzt eine dazu, dann sieht man, dann springt er hier entsprechend der gesamte Trade, der Break-Even, ja entsprechend mit nach oben und nur der ändert sich. Und ich habe halt hier nur auf der rechten Seite, da habe ich meine einzelnen Einstiege. So, aber nicht jeder von den einzelnen Einstiegen hat jetzt einen eigenen Stop-Loss oder Take-Profit, sondern den gibt es nur einmal und der bezieht sich dann auch auf alle drei Positionen. Sieht man dann ja auch hier unten. Das heißt, beziehungsweise hier,
Wo ist denn die dritte da? Achso, das ist der DAX. Machen wir die mal weg. Also, das heißt, ich habe zwar hier überall, sieht man einzeln Stop-Loss, Take-Profit, aber in diesem Modus, der sogenannte Stereo-Future-Modus, dort wird es alles immer voll kumuliert. Und deswegen heißt der auch Stereo-Future-Modus, weil es einfach typisch auch ist im Future-Handel. Ne? Und deswegen habe ich da halt auch keinen Stop-Loss und Take-Profit hier bei neue Order, sondern da stelle ich nur einmal hier einen Pool und dann gilt das für jede neue Position, die hinzukommt. So, wenn ich das aber so nicht haben will, dann kann ich hier einfach das Handelsmodell wechseln, gehe ich im Trading Model, stelle ich zum Beispiel auf Single Hedge. So kurze Warnmeldung. Also sollte man nicht unbedingt machen, während ein Trade auf ist. Also es gibt zwar etliche Sicherheitsnetze, sodass eigentlich nichts passieren kann, aber trotzdem immer besser, wenn es zu ist. So, und jetzt habe ich hier, wie man sieht, dreimal Stop-Loss. Die lagen jetzt nur alle übereinander. Und dreimal Take-Profit und dann bei neue Order. Dann entsprechend halt auch hier Stop-Loss und Take-Profit für die neue Order. Das heißt, sobald ich dann jetzt hier irgendwas reingebe, kommt die sofort. Das ist hier ein bisschen schwierig darzustellen. Ich mache einfach mal den Trade einfach mal zu. So, das heißt, wenn ich jetzt hier mit einer neuen Order komme, dann habt die natürlich auch entsprechend Stop-Loss und Take-Profit. Oh, das ist der Single-Hedge-Mode. Das sind also nur zwei unterschiedliche Modi, die man halt verwenden kann. Die man halt verwenden kann. Ganz wichtig, immer das halt einzufügen. Nur dann funktioniert's. No, also So. das ist der Unterschied. Also es hat nichts mit Funktionieren zu tun. Also ich zum Beispiel bei den ganzen Webinaren und so weiter, ich bin immer im Stereo-Future-Modus unterwegs, weil er einfach übersichtlicher ist. Und weil ich ja nach wie vor, wie man es ja vorhin auch gesehen hat, ja hier über die, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich das jetzt hingekriegt? Oh, hier mal kurz zu. Ups. Weil man da immer, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Und, jetzt kommt die Wegschmeißversion. Und, genau, weil man ja auf der rechten Seite ohnehin den Überblick hat. Über, na, sieht man hier, ne? Das ist die neue Version übrigens, da steht dann jetzt Add-ons, aber sonst kann man da jetzt noch nicht viel erkennen. Ich bin nur gerade erstaunt, dass es nicht sofort abgeschmiert ist. Mache mir hier eine alte drauf. So, was meinte ich? Also nochmal. So, deswegen halt der Stereo-Future-Modus, weil ich ja halt hier sowieso nochmal Zugriff habe auf die einzelnen Positionen. Und deswegen brauche ich da nicht unbedingt nochmal einen einzelnen Stop-Loss und Take-Profit, zumal ich das ja auch so anders darstellen kann. Ich kann ja, nur mal zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, naja gut, ich will aber nicht, dass alle zwei da oben Stop-Loss, Take-Profit haben, das Risiko ist mir zu groß, ist ja kein Problem. Dann kann ich ja ganz einfach hier an der Stelle eine Buy-Stop zum Beispiel hinlegen. Das ist ja nichts anderes, wie wenn ich jetzt einer von den beiden einen Stop-Loss verpasse. Weil die würde dann gefüllt werden, dann entsteht aber hier keine Long-Position, sondern es wird einfach nur eine von den beiden halt zugemacht, weil es ja verrechnet wird. Ne? Weil zweimal Short plus einmal Long ist einmal Short. Ja, kann ich mal kurz demonstrieren, sieht man ja. Dann ist da nicht irgendwie eine neue Position aufgegangen, sondern entsprechend ist meine Positionierung nur verringert worden. Und so kann man das halt übersichtlicher halten, weil so muss ich es nicht auf Positionen beschränken. Zum Beispiel ist hier, keine Ahnung, 8, 9, 10, hat jetzt gemacht, 9 drin habe und sage, naja, ich will aber jetzt nicht irgendwie, oder keine Ahnung, ich will es halt hier sagen für die Hälfte. Ja, dann mache ich ganz einfach 4,5 und setze mir da oben dann halt eine Long Order hin, eine Buy Stop mit 4,5. Und das würde dann eben dazu führen, dass, ja, guck mal, ist hier schon wieder voll ab hier im Trading, im Helpdesk. Da würde das dazu führen, dass nicht die Hälfte von den Positionen geschlossen wird, sondern einfach die Hälfte,
von dem Gesamtvolumen der Positionen. Also muss man sich dann nicht da auf einzelne Positionen mit den tausenden Stop-Losses, die man danach hat, damit muss man sich da nicht rumschlagen, sondern kann einfach ganz bequem gucken, okay, wie groß ist die Position, wie viel Risiko will ich rausnehmen, Drittel, Viertel, Hälfte, wie auch immer, und bin dann nicht darauf angewiesen, mit der Stückelung, wie man es ja hier sieht, mit jeweils einem ganzen Kontrakt, da halt zu arbeiten, sondern kann das ganz frei selbst entscheiden. Ne? Zum Beispiel auch umgekehrt genauso. Mache ich hier einen Teil Take Profit, sage ich, na gut, wenn er da runterkommt, nehme ich erstmal die Hälfte raus, und umgekehrt genauso, wenn er darauf kommt, halt eben auch. Ne? Also je nachdem, was zuerst kommt, und kann es sogar noch, wenn wir schon gerade dabei sind, auch kombinieren, kann er noch sagen, na gut, ich setze das Order-Attribut CS und das heißt Cancel Same. Das heißt, wenn ich hier zwei Orders hinsetze mit CS-Attribut, und dann würde die jeweils andere rausgeworfen werden. Ne? Weil ich will ja nicht irgendwie plötzlich dann irgendwie long sein oder da unten ganz auflösen. Also ich will ja nur sagen, na gut, wenn er runterkommt, nehme ich mal die Hälfte raus, erstmal, um das Risiko rauszunehmen. Und wenn er raufgeht, dann halt leider auch. Ne? Nur dass die untere dann entsprechend im Gewinn wäre und die obere halt Verlust. Was hat der Timo da wieder? Mal gucken, vielleicht sehen wir das jetzt ja hier auch gerade. Und das ist halt auch mit ein Riesenvorteil, finde ich, vom Stereo Future Modus, wenn man genau solche Sachen halt machen kann, die mit dem Single Hedge Mode nicht gehen, weil der viel zu starr immer an einer Position, also an einer ganzen Position, halt festgemacht ist. Ist das das Gleiche, also eben mit Fenstern? Nein, Was? die Tanja hat sich schon bedankt. Du hast die Ah, okay. Frage beantwortet. Da ist jetzt die Frage, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche, aber 1847 von Arvid. Ah, okay. Wenn ich den Future ins CFD mappen will, wird mir nur der Micro und Mini angezeigt. Ist das richtig oder suche ich falsch? Dann suchst du wahrscheinlich falsch. Ich habe jetzt hier nur leider ein Demokonto. Da kann ich das leider nicht darstellen. Aber wenn als Beispiel der DAO Future hier dahinter gemappt werden sollte, und dann wäre die richtige Bezeichnung, was haben wir gerade? YM H21. Ne, wo sind wir? Also fängt auf jeden Fall mit YM an und nicht MYM. MYM wäre der Micro Future. Also Micro und Mini. Also Moment. Der YM ist ja der Mini. Und der MYM ist der Micro. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der große DAO? Wichtig ist, dass die Symbole in der Marktübersicht sind, Ja, damit der genau. Stereo Trader entsprechend darauf zugreifen kann. Das stimmt. Haben wir überhaupt den großen DAO? Ich habe den ehrlich gesagt noch nie von Namen gesehen. Die Mini und die Micros stehen zur Verfügung. Okay. So. MYMU21. Ja. Das ist aber doch auch eingestellt mit den meisten Volumen, oder nicht? Also das ist auf jeden Fall der gängige, ne? Mit 5 Euro bzw. 5 Dollar pro Punkt. Ich weiß, es gibt ja noch irgendwie den dicken DAO, ne? Genau wie beim DAX ja auch. Genau. Aber der Teilnehmer hat sich bedankt, damit es die Frage beantwortet. Genau. Vor- und Nachteile zum Stereo Hedge Mode beim Future Mode, fragt IF, wo ich immer noch nicht weiß, wer IF ist. Und ich mich immer freue, wenn die Menschen auch richtige Namen haben. Und zwar, ja, das ist Geschmackssache im Endeffekt. Ne? Also der Stereo Hedge Mode, der kann halt nicht verrechnen. Der macht halt immer eine komplett kumulierte Geschichte in die andere Richtung. Das ist halt der Unterschied. Ne? Und das heißt, der würde dann halt, wenn ich dann hier eine Buy-Stop hätte, der würde dann an der Stelle tatsächlich Long aufmachen und würde alle weiteren Longs zum Long addieren und alle weiteren Shorts zum Short addieren. Das heißt, da bin ich dann in zwei Richtungen positioniert. Ist natürlich wesentlich mehr. Okay. So.
Ingo, sehr schön, haben wir noch Namen. Und dann, das heißt, es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz, ganz anderer Handelsansatz. Also das macht schon Sinn, wenn man halt größere Strecken dann auch reiten will, wenn man natürlich dann jetzt zum Beispiel, wenn der Markt jetzt wie hier im Dow, wenn jetzt Short war und ist jetzt dann heute Long und dann kann man das natürlich zu Ende reiten, ohne dass man den Short schließen muss. Man kann dann halt die Strecke aussitzen, ohne dass es was kostet oder halt im Idealfall dann natürlich halt auch noch in Profit verwandeln, den Long Run. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, na gut, ich bin als Beispiel mit 5 Kontrakten Short und bin mit 10 Kontrakten Long. Und dann habe ich natürlich entsprechend 5 Kontrakte long nach oben hin dann halt unterm Strich gut gemacht. Das ist aber, wie gesagt, das muss man natürlich selber wissen. Also, ob man das möchte. Und es ist auf jeden Fall, da ist natürlich nichts mit schnell rein, raus, sondern das ist, sind ja dann halt immer Weltreisen, die man damit dann eher managt. Also von daher absolut Geschmackssache. Für jemanden, der jetzt irgendwie sagt, na gut, ich handle jeden Tag 2 Stunden und bin dann fertig, der sollte meines Erachtens die Finger weglassen von allem, was Hedging angeht, sondern dann lieber irgendwie mit engem Stop und dann halt Stereo-Future-Modus dann halt operieren. Macht wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr Sinn. Also von daher Geschmackssache. So, Nelson, wir haben 19 Uhr und keine Fragen Genau. mehr. Dann haben wir es geschafft, tatsächlich für heute. Müssen ihm der Dirk auch genug Zeit geben und die ganze Nacht, damit morgen früh entsprechend die Technik wieder funktioniert, inklusive Webcam. Jetzt erstmal Oh. joggen. Nein, also natürlich erstmal vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar heute und die Infos. Und natürlich ein Riesendankeschön an alle Teilnehmer. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online, sodass Sie alles nachbearbeiten können. Und dann würde ich sagen, dann soll, wenn nichts dazwischen kommt, hören wir den Dirk und sehen wir ihn hoffentlich morgen früh zum Live-Trading. Würde mich freuen. War ja auch noch Hier was. nochmal als kleine Erinnerung, genau, würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann morgen auch wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und ja, bis morgen dann. Aber Dirk hast das Schlusswort. Vielen Dank. Verdammt. Ja gut. Dann sage ich an der Stelle auch natürlich, schön, dass ihr da wart. War auch recht zahlreich. Und hoffe, ich konnte hier einiges beantworten. Tut mir immer leid, natürlich, wenn ich halt auch meine Frage nicht beantworten kann, darf oder wie auch immer, aus rechtlichen Gründen, kommt leider vor, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kriegen wir hier doch immer relativ viel abgedeckt. Von daher, danke, dass ihr da wart. Und wie der Nelson schon gesagt hat, vielleicht sehen wir uns morgen früh, würde ich mich freuen, 8:45 Uhr. An dieser Stelle würde es dann weitergehen. Bis dahin, macht euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao, ciao.